Hallo liebe Zuschauer und alle neuen Zuschauer vielleicht auch willkommen. Dies ist ein kleines Informations- bzw. Einleitungsvideo. Wie man schon im Hintergrund und im Titel sehen kann, geht es sich hierbei um die StarCraft 2 Hearth of the Swarm Multiplayer Series. Und so werde ich demnächst, damit meine ich eigentlich höchstwahrscheinlich ab morgen, eine Let's Play-Reihe zu dem Multiplayer von StarCraft 2 starten. Weshalb dieses Video gemacht wird von mir, ich möchte euch, liebe Zuschauer, um einige, ja, kleinere Mithilfen bitten und euch so etwas in diese Aufnahmen integrieren. Kurz zur Definierung, was ich genau meine. Ich bin ein ziemlicher Anfänger in diesem Spiel und bitte somit vielleicht alle erfahreneren Zuschauer, die vielleicht auch einige Tipps parat hätten, die mir gut helfen könnten, mir ein paar Kommentare dazu lassen. Damit meine ich jetzt nicht dieses Video hier, sondern die Videos, wo dann wirklich ein Gameplay zu sehen ist. Und in diesen Kommentaren dann halt die Tipps genauer darzulegen, wie zum Beispiel bei 2.18 hättest du das und das machen können. Exen würde ich schon um so und so viel. Keine Ahnung. Solche Sachen halt zu früh angegriffen, macht das lieber erst bei 10 Minuten. Also ein Zeug halt. Und somit möchte ich euch gerne die Möglichkeit bieten, etwas mehr mit meinen Let's Plays zu integrieren. So könnt ihr halt quasi zum Teil mitbestimmen, was dann in den nächsten Videos passieren wird. Und zum anderen möchte ich halt so mit eurer Hilfe zusammen in die Diamantliga aufsteigen. Das ist ein verdammt hohes Ziel, das weiß ich. Kurz zur, ja, zum aktuellen Stand der Dinge. Ranglistenspiel. Ich bin Rang 51 in der Silberliga. Ziemlich schlecht. Ich weiß, wie gesagt, ein blutiger Anfänger. Rang 51. 6 Siege, 23 Niederlagen. Wenn das nicht ausbaufähig ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich möchte euch auf jeden Fall bitten, an dieser Stelle, ab dem nächsten Video, das dann schon das erste Gameplay, das erste Live-Commentary beinhalten wird, mir regelmäßig Tipps zu geben. Und somit dann mit mir zusammen in die Diamantliga aufzusteigen. Ich werde, das übrigens auch mal zur Erklärung, jedes Match aufnehmen. Ab diesem Video hier jetzt. Jedes nächste Match werde ich aufnehmen. Und dann hoffentlich nicht zweimal den gleichen Fehler machen. Oh, Kerrigan von der Seite. Und somit könnt ihr also wirklich jedes einzelne Video bis dann hoffentlich zum Aufstieg in die Diamond League, in die Diamantliga, mitverfolgen. Und habt dann quasi eventuell sogar ein eigenes kleines Erfolgsgefühl. Und wenn ihr Interesse an diesen Videos habt und euch meine restlichen Videos gefallen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr, wie gesagt, meinen Kanal abonnieren würdet, mir dann bei den StarCraft-Videos zur Seite steht und dann letztlich wirklich mit mir zusammen, vielleicht, wenn wir es schaffen, in die Diamantliga aufsteigen wollt. Dann, wie gesagt, abonniert meinen Kanal. Irgendwie hat der Satz nicht so einen richtigen Sinn ergeben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dieses Video weiterempfehlt, es zu den Favoriten hinzufügt und vielleicht auch eure Freunde und Bekannten darüber informiert, dass sie in diesem Video, beziehungsweise in dieser Videoreihe, Beistand leisten können und somit mir vielleicht zum Profispieler verhelfen können. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen und hoffe, dass viele zuschauen werden und ihr mir einige Kommentare unter den Videos dalasst. Ich sage an dieser Stelle schon mal danke, dass ihr für dieses Video hier eure Zeit geopfert habt. Es war nichts Spannendes, aber ich denke mal etwas Aufschlussreiches von meinen Kommentaren her. Daher sage ich mal, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Schaltet gerne dann beim nächsten Video ein. Es wird jeden Tag, momentan nach Planung, wenn ich es wirklich schaffe, ein Multiplayer-Video von StarCraft 2 kommen. Schaltet dann gerne das nächste Mal, also es wäre quasi morgen, bei einem dieser Videos ein und steht mir zur Seite. Es würde mich freuen. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann, Leute.